Hey Leute, heute möchte ich euch erzählen, wie der Goldhamster in der Natur lebt. Und ich würde sagen, los geht's! Der Goldhamster lebt in freier Natur, vor allem in der ca. 15.000 Quadratkilometer großen Hochebene von Aleppo im Norden Syriens, weshalb die korrekte Bezeichnung des Goldhamsters syrischer Goldhamster ist. Dieses Gebiet ist dicht besiedelt und wird für den Ackerbau genutzt. Auch in der Türkei kommt der Goldhamster vor, hier ist er allerdings nur an drei verschiedenen Orten nachgewiesen worden. Eventuell stehen die Vorkommen des Hamsters der beiden Länder in Verbindung, dies konnte allerdings noch nicht nachgewiesen werden. Anders als die Hamster als Haustiere sind Goldhamsterweibchen auch mal am Tage aktiv. Am meisten wurden diese Hamster zwischen 6 und 8 Uhr morgens und zwischen 16 und 19.30 Uhr nachmittags gesehen. Außerdem ist der Goldhamster ein absoluter Einzelgänger und duldet nur zur Paarung Artgenossen. Goldhamster legen Baue an, die einen Eingang, eine Nestkammer und Nebenkammern haben. Die Nebenkammern zweigen von der Nestkammer ab und werden vor allem zum Sammeln des Vorrats und zur Urinabgabe genutzt. Die Baue befinden sich ca. 36 bis 106 cm tief unter der Erde und können bis zu 9 Meter lang werden. Goldhamster sind sogenannte Allesfresser. Sie ernähren sich von Saaten, grünen Pflanzenteilen, Früchten und Insekten. Anders als in der Heimtierhaltung halten Goldhamster in der Natur nach Beobachtung von Bauern Winterschlaf. Dies wäre zwischen November und Februar der Fall. Da Goldhamster eine so geringe Lebenserwartung haben, sind sie sehr schnell geschlechtsreif. Die Geschlechtsreife tritt zwischen dem 35. und dem 45. Tag ein. Der Beginn der Fortpflanzung der Goldhamster in freier Natur ist circa Februar. Durch die Zerstörung des Lebensraums und den Bau von Siedlungen ist der Bestand des Goldhamsters rückläufig und möglicherweise fragmentiert. Außerdem werden Goldhamster von den Bauern als Schädlinge angesehen und durch Fang und Vergiftung intensiv bekämpft. Die IUCN führt den Goldhamster aus diesen Gründen als gefährdet. Schaut euch jetzt gerne noch dieses Video an und dann verabschiede ich mich. Ciao! -i.